Von den Wahlplakaten. Ah, das stimmt. Rolling? Rolling. Ja. Guten Tag. Wir sind in der Sonne des Straßenbahnverkehrs heute zurück. Jetzt lach nicht. Entschuldigung. Weil muss ich auch lachen. Lust auf Zorn, Folge 62. Und wir haben das einleitende Zitat übersprungen. Wir haben das einleitende Zitat übersprungen oder wir machen es jetzt. Du bist von einem FPÖ-Plakat ablesen. Großes Finale der nächsten Liebe. Wir haben einen Hund im Hintergrund. Ja, ein Hund? Schon. Ja. Nächste Liebe steht aber unter Anführungszeichen. Der Mops! Haben wir einfach, wird das jetzt geplantet, haben wir in jeder Folge einen Mops dabei? Das wäre so cool. Gut, dann fahren wir. Oh, ist der lieb. Wir fahren Friedhof. Ja. Wir schnüren eigentlich gerade eine Zeitkapsel. Also, die für euch weniger spannend ist als für uns, weil wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Und ihr wisst, wie dumm unsere Antworten sind in Anbetracht dessen, wie es wirklich ausgeht. Nicht wollen. Die Kondome sind alle zu stoffen. Das ist ein ganz gemeiner Scherz von der Klavischen. Oder wie ich es nenne, Heiter 2.0. Wir sind an der Nussdorfer Straße beim Spar hier vor Ort. Senior sehr richtig entdeckt, dass hier die Produkte, die hinter das Regal gefallen sind, alle vor sich hin vergilben. Und da haben wir Mannerschnitten, irgendwelche eigenartigen Aktionszucker-Sachen. Ich glaube, das ist sogar aus den 70er. Schaut richtig alt aus. So verschwindet Geschichte im Hintergrund. Hallo. Servus. Und der Volker ist anscheinend eine unheimliche sexistische Sau. So, mit schönem Oberkörper. Mit schönem Oberkörper. Irgendwie, die Susanne hat mir das erzählt. Sie hat in einem Büro gearbeitet, wo der auch irgendwie da war. Und der hat ihr jeden Tag gesagt, sie soll doch bitte keine flachen Schuhe anziehen. Das kannst du gar nicht machen. Und hat ihr dann wirklich tatsächlich zum Feiertag hochhackige Schuhe geschenkt. Und mit sowas ist die große Frauenrechtlerin zusammen. Das ist so absurd und das ist immer so. Frauen, die am engagiertesten sind im feministischen Bereich, haben immer den größten Arschloch. Ich finde da solche Aussagen wieder schwierig, weil wenn man, also... Mir kommt es so, jedenfalls so vor. Das ist so wie, das, was ich, irgendwann habe ich schon mal im Podcast erwähnt, eine Freundin von mir das schöne Zitat von sich gegeben hat. Mein Vater sagt, alle Frauen verallgemeinern sich. Ja. 37 km, das ist nichts, gell? Bringt uns wenig. Nein. Wir können bis Nussdorfer Straße mit der fahren, also zwei Stationen und dann wieder warten. Aber da ist ja ganz schön. Schau, das wäre ein alte Bild. Hey, wir haben da ein alte Bild. Haben wir drauf? Ja. Kein nice. Rollstuhl, super. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo diese Auflösung viel schlechter war und man diese Rollstuhl-Symbole nicht erkannt hat, sondern so aussieht wie ein Alien? Die komischen Karten bei ihre Inlistung, die quasi die Ausstattung, also ein bisschen mit Coaching und die Ausstattung übernehmen, bei ihren Spin-Doctor-Auftritten. Es würde nur einen Spin-Doctor nennen, weil sie nicht inhaltlich coachen, sondern halt nur so, was sie anziehen soll. Sagen zum Beispiel zu mir immer, du musst schon einmal am BH anziehen, zum Beispiel. Und sie sagen immer, hoffentlich zieht die Eva, zirkt, was wir doch gesagt haben, wieder ihre große Uhr an, weil sie scheinbar so fette Bandenuhren hat und die okay. Ganz gerne herzeigen wird. Und sie sagt immer, ey, na, grün, kannst du da aber nicht. Du kannst nicht so eine fette Uhr haben als Grüne, du bist ja. Genau. Es gibt ja keine Zeit in der Natur. Ja. Biologisch gesehen ist eine Zeit nur. Es ist nicht nur in deinem Körper. Ja. Der Unterbus ist die einzige Uhr, die du brauchst. Richtig. ja, auf jeden Fall haben sie gesagt, sonst passiert wieder das, was damals bei den ganzen Sommertouren passiert ist im ORF, wo die Klavierschnick dem Strache, also wo der Strache irgendwie immer mit zwei oder drei Teiler da sitzt, ne, damit man ja keinen Schweiß wechselt. Und die Klavierschnick zieht nur ein einziges Blüschen an, beigezogen und gesagt, verhasst uns anzuziehen und die Hunde sind so erzählt. Ich habe diesen Moment aus dem Fernsehen nicht mehr ganz präsent. Ich habe gesagt, ich bin nicht da gesessen. Da ist der Wind gegangen und der Daniel Wolf sich was gehabt und die Nippals entstanden. Die Nippals entstanden? Ja, das ist natürlich schon ein bisschen ein furchtbarer Moment wahrscheinlich. Ich finde das entwaffnet. Eben, das ist ein bisschen das Problem. Aber gleichzeitig ja irgendwie sexy. Ja, aber das soll es halt nicht sein wahrscheinlich. Nee. Um ernst genommen zu werden.
Ist halt schwierig. Naja, ein bisschen schon. Wir fahren jetzt zum Friedhof. Weiter mit Klavierschnicks nippeln am Friedhof. Der Spiegel. Voll, es blendet. Fertig halt. Von gestern. Ich bin unterwegs gewesen, ja. Und du kannst dir sicher sein, dass wir auf dem Friedhof sind, bist du immer nur einer von den Schönsten da. Einer von den Lebendigsten da. Vitalsten. Richtig. Möchte man fast sagen. Wir sind jetzt am Grinzinger Friedhof. Wir suchen einen Thomas Bernhard. Irgendwo und Peter Alexander, oder? Peter Alexander, Attila, Hörbiger. Ja. Wir werden sie alle finden. Hoffentlich. Und ich habe einen Namen gekriegt. Den kennen diese Gruft da eigentlich, wissen wir das? Ferstl. Ferstl, ja. Aus dem Leben Ehrengrab. Mhm. Architekt. Ringarchitekt war das. Ah! Aha. Ja, cool, wie der den Ring so gebaut hat. Hat die Uni gebaut, glaube ich. Und die Votivkirche. Votivkirche. Ich hab Geburtstag gehabt, ja. Was gut passt jetzt, also irgendein Geburtstag wird da enden, ja. Hoffentlich, da würde ich gern liegen. Ich habe zum Rauchen aufgehört, wie man vielleicht in der letzten Folge auch schon gesehen hat, und bin dadurch unheimlich notgeil geworden. Mhm. Ich glaube, Nikotin und dieses schöne Nervengift macht einen, steuert die Libido, also dämmt die Libido. Mhm. Es ist gerade furchtbar fortzugehen. Der sollte eigentlich nicht aus dem Haus gelassen werden. Nur dann mit Alkohol oder einfach generell? Naja, auch mit drin. Alkohol ist egal. Ich bin einfach permanent Spitz. Geil. Mhm. Gut. Schön zu wissen. Nein, das wollte ich nur loswerden. Ja, vielleicht mal zuwerden. Und ich habe einen Rekord aufgestellt, weil jeder, der 30 wird, wird irgendwann mal hören, hey, jetzt bist du schon 30. Mhm. Also diese Argumentationslinie, so, du hast irgendeinen Scheiß gemacht, hey Alter, du bist schon 30. Mhm. Bei mir hat es 3 Tage gedauert, dass wer mit der Argumentation kommt. Ich bin halb stolz drauf und halb macht es mir traurig. Okay, warum? Ich glaube, das erste Mal, dass mir wer mit dem Argument gekommen ist, war nur auf meiner Geburtstagsfeier, weil ich im Puff war. So quasi, Alter, jetzt bist du 30, musst du echt im Puff sein. Aber wir bewegen uns jetzt mit sicherem Schritt auf das Grab von Peter Alexander zu. Ich hoffe, unser Kameramann fällt nicht über ein Grab. Offenes Grab. Über ein offenes Grab und wird dann irgendwie bezichtigt, dass er auf eben jenen tanzen wollte oder so. Ja. Das sind übrigens ganz seltsame Gräber da, die so schwere. Hinter dir. Zombie-proof. Genau. Wow. Glaubst du, kann man die wirklich einfach heben, wenn wir jetzt zu sechst werden? Und 300 Kilo schwer? Was, wenn da jetzt 6 Otto Wenste stehen würden? Ja. Otto Wenste. Schon wieder Ferstl. War kein Maler. Nein. Verdichernd. Und scheinbar war da gerade erst vor wenigen Sekunden wer da, um das Grab, um die Blumen einzuwässern oder drauf zu brunzen. Weiß nicht genau. Hast du. Ich kann mich erinnern, wie der Ronald Reagan gestorben ist, hat die Titanic ja dieses schöne Titelbild gehabt mit Hurra, das Arschloch ist tot. Und wie der Dichens gestorben ist, habe ich das gleiche auf Facebook gepostet. Und dann war ich kurz gesperrt. Facebook. Echt? Ja. Fragen wir, wer aus meinem Freundeskreis, weil Facebook wird es von der Nachricht. Irgendwer hat die geflaggt. Muss uns da geflaggt haben. Mich damals geflaggt haben. Und wenn ich rausfinde, wer Dichens Freund ist und meine Freund. Rund die Thema aus, glaub. Ich glaube nicht, dass er freiwillig da liegt. Aber das dann die wenigsten wahrscheinlich. Ja. Auch Literaten müssen sterben. Verstecktes Grab ist aber eigentlich sehr nett. Also er hat einen schönen Ausblick auf die Stadt, die er hasste.
ich glaube, der Thomas Bernhard hätte da gar nichts dagegen, wenn wir drauf stünden. Er hat ja auch Geburtstage und so total verlogen gefunden und Leute, die feiern kommen und so. Mhm. Geburtstagsheuchelei, hat er immer gesagt. Also, ist was, nein, so wurscht wie er. Was wenigen Leuten da wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber ich würde es trotzdem nicht machen. Ja, ich will mir nicht aufs Grab stehen. Das ist der Abergläubisch. So schön friedlich. Und ich hab so einen Brand. Da liegt übrigens ein Brand von mir. Was mich sehr unschön an meinen Brand erinnert hat. Oder was anderes. Josef, schaust. Your booty must be dead. Was ist dein Banker? Das ist doch mit your booty move, your booty must be dead. Ziemlich passender Kling, ja. Was ich, schaust du Black Mirror? Was hast du Black Mirror geschaut? Black Mirror ist diese erste Folge, habe ich gesehen, mit dem Schweineficken. Dem Minister, der ein Schwein ficken muss. Ja, sonst nicht. Haben wir sogar, glaube ich, haben das ist so schon? Eine Art Outer Limits, Twilight Zone Serie. Genau. Immer die zweite Folge habe ich gesehen, glaube ich. So eine Leichenfliege auf dir. Ja, genau, Black Mirror. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass das wie Outer Limits so eine Anthologieserie ist, wo die Folgen nicht zusammenhängen. Ich habe eben gedacht, es geht in der zweiten Folge weiter. In der ersten Folge geht es darum, dass der Premierminister von England aufgeweckt wird. Dann heißt es, wir haben ihre Tochter, oder wie man sieht? Es ist irgendeine Royal-Tochter. Also richtig. Das ganze Royal-Tochter. Land ist darüber informiert worden, über YouTube oder so, dass die entführt worden ist und sie wird umgebracht, wenn der Premierminister nicht ein Schwein fickt. Genau, bis so um Punkt 17 Uhr und so und ganz genaue Auflagen und so weiter. Und die Geschichte ist dann damit geendet, dass der Premierminister sich halt überwunden hat und das war alles ganz widerwärtig. Die ganze Welt hat zugeschaut. Live übertragen, genau. Genau. Es ist aber dann auch, es war irgendwie lustig, also weil es doch echt gut durchgedacht war, dass sie gesagt haben, okay, ihr müsst alle, also ihr könnt jetzt alle hinschauen, weil das war glaube ich eine Auflage von diesem Typen, dass die Einschaltquoten hoch sind, aber ab morgen ist der Besitz von diesem Video illegal und so, und ihr müsst es dann wieder löschen. Und ganz der Schluss war, er hat sich dazu überwunden, die Leute haben teilweise mit ihm mitgelitten irgendwie, und dann ist auf einer Brücke in diesem völlig verlassenen London, weil natürlich jeder vom Fernseher war, das Mädchen schon längst freigelassen gewesen. Er hätte es gar nicht machen müssen. Sie haben das Mädchen um 4:30, während er um 5 dann das Schwein gefickt hat, um 4:30 schon freigelassen. Und sie ist halt völlig alleine herumgelaufen und er wollte damit zeigen, dass die Leute alle so, ne, mediengeil sind, dass sie sie gar nicht mehr auf die Suche nach dem Mädchen machen. Dieser Pilot ist ein Hammer gewesen. Voll. Also unheimlich brutal, weil der wird dann auch total ausgestoßen. Seine Frau redet nichts mehr mit ihm und alle finden es ekelhaft, dass er es gemacht hat. Anfangs sagen alle, nein, natürlich musst du das nicht machen, das ist ja Terrorismus, du wirst gerade erpresst und wir verhandeln nicht mit Terroristen. Genau. Und so, genau. Und aber je näher dieser Zeitpunkt dann kommt, dass die jetzt umgebracht werden könnte, desto mehr, ja, du musst das jetzt machen. Also es tut mir leid, aber du musst das jetzt machen. Und er wird immer verzweifelt, also es ist unheimlich krass, eindringliche Geschichte. Und eigentlich voll ekelhaft und unnachvollziehbar, wie man ein Schwein ficken kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Sie haben dann irgendwie so Monitore, wo Pornos laufen, aber ganz genau. Er muss halt, er schluckt halt, glaube ich, Viagra und es rennen halt Pornos auf dem Fernsehen rundherum. Aber ich komme jetzt drauf, weil es gibt zwei Staffeln, die sind jeweils nur 3 Folgen lang, wie oft, also wie bei Sherlock auch irgendwie diese Serien, so 3 Folgen auch eine Stunde knapp. Mhm. Und in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, die passt da ganz gut irgendwie zum Friedhof, es geht irgendwie um das, also die Frage, ich will gar nicht zu viel verraten, weil die zweite Staffel ist noch recht aktuell. Sollte man sich ja anschauen eigentlich. Black Mirror. Aber ich stelle dir die Frage, die eigentlich der zweiten Folge in der zweiten Staffel unterliegt, nämlich, was sagst du, wenn man jetzt wenn ein Mörder Amnesie hat, darf man dann trotzdem bestrafen? Also das ist so dieses Ding, ist er dann eigentlich unschuldig? Bestraft man dann eigentlich einen Unschuldigen? Das ist doch der Tatbestand, wenn man, also bei Verurteilungen, bei Verhandlungen, wo Unzurechnungsfähigkeit. Jetzt heißt einfach doch. Die Leute kennen ja, ist ja scheißegal. Wenn ihr das denn bis jetzt nicht geschaut habt,
Also bis jetzt, in der Zeit, wo du gesagt hast, schaut es um wieder genau. Und wenn sie es bis jetzt nicht geschafft haben. Ihr könnt ja jetzt schon auf Stopp drücken. Eben, es ist das, ja, gibt das Torrent, illegal zum Runterladen. Sollte man machen. Sollte man unbedingt machen. Jetzt geht's noch. Jetzt viel mehr illegale Sachen machen. Torrent zum. Ihr endet so oder so da. Genau, eben. Genau, also schaut sich das schnell an. Jetzt. Und jetzt geht's weiter. Nämlich geht's in dieser zweiten Folge geht's darum. Es ist unglaublich cool gemacht. Eine Frau wacht auf dem Fernseher sieht sie so ein komisches Symbol auf jedem einzelnen Bildschirm, rennt herum und alle Menschen, die sie sieht, stehen wie Zombies da und filmen sie. Und sie weiß überhaupt nicht, was passiert, sie ist total fertig, sie hat verbundene Pulsadern und so, kennt sie überhaupt nicht aus, rennt durch diese Welt und auf einmal kommen gestörte Typen mit Masken auf, denen das gleiche Symbol ist wie auf dem Fernseher und wollen auf sie schießen, sie rennt davon und so, sie wird da einfach durch so ein... wie ein großer Parcours, sie wird da durch diese Welt gehetzt und keiner unternimmt was und dann kommt so langsam raus, ja scheinbar haben irgendwelche Leute mal angefangen so ein Signal zu broadcasten, dass die Leute in Zuschauer verwandelt und die tun halt nichts anderes als mit ihrem Smartphone mitfilmen. Sie ist total fertig, bla bla bla. Mhm. Das Ganze endet dann damit, sie wird in die Enge getrieben, sie endet am Schluss in einem Raum, wo sie denkt, scheiße, da gibt es kein Kommen mehr. Das ist aber dann eine Theaterbühne und am Ende kommt raus, dann erinnern sie, also die Leute sie daran, wer sie ist. Und sie ist eben eine, die gemeinsam mit ihrem Freund ein Kind entführt und umgebracht hat. Also ihr Freund hat das Kind umgebracht und sie hat es mit dem Handy mitgefilmt. Und sie hat sich dann nachher so verteidigt, dass sie ist ja dazu gezwungen worden. Und jetzt versuchen sie mit ihr, und das ist quasi ein Ort, wie soll man sagen, so ein Themenpark, so ein Justizthemenpark eigentlich, mit der exerzieren sie jeden einzelnen Tag des Jahres dieses Spiel durch. Also sie bringen sie in jeder einzelnen Folge von kompletter Amnesie wieder dazu, dass sie sich neu erinnert und quasi sich neu schuldig fühlt. Und dann schläft sie. Dann schläft sie wieder ein, setzen sie wieder auf diesen Sessel und dann kommen die neuen Zuschauer, die halt mitfilmen mit dem Handy und so. Mhm. Ziemlich arg alles. Vor allem wahnsinnig coole Idee auch wieder. Total super. Und auch total, das ist eine englische Serie, oder? Voll, britische Serie. Von diesem komischen, weiß nicht, gar nicht wie dieser Sender heißt, der diesen Vierer als Logo hat. Ich glaube gar nicht, dass das zur BBC gehört, ich weiß es nicht. Channel 4? Vielleicht. Keine Ahnung. Gibt's, glaube ich. Kann sein. H und K, irgendwas, 1892. Man braucht halt so einen Bleistift, mit dem man das abrubbeln kann. Abpausen. Mhm. Ziemlich cool, aber ich bin auch auf keinen grünen Zweig damit gekommen, mit der Frage, ob man Leute für was bestrafen kann. Genauso wie wenn man sagt, naja, vielleicht ist Pädophilie oder Päderastie eigentlich ja eine Krankheit. Mhm. Wenn die jetzt krank sind, so wie ein anderer Lungenentzündung kriegt oder so, ist der dann schuldig? Ich meine, okay, man muss die behandeln, aber darf man den bestrafen für das? Das ist irgendwie. Ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht vorher dazu, aber ich habe jetzt gehört, in Schweden hat es eine Verhandlung gegeben, weil ein Mann. Nein, der hat onaniert am Strand. Und er ist aber dann für das nicht bestraft worden. Er hat gesagt, er hat, weil er nicht auf wen hin onaniert hat, sozusagen. Also er hat nicht irgendwie, wow, das ist geil, ich hole jetzt runter, sondern er hat einfach nur ins Meer, mehr oder weniger so, schön, sich wohlgefühlt und onaniert. Und ist dadurch nicht bestraft worden. Ja, der Tatbestand wurde dann so definiert, du wirst jetzt nicht bestraft, weil du das gemacht hast, also irgendwie Unzucht, öffentliche, sondern er hat nur Strafe gekriegt wegen, wie nennt man das? Erregung öffentlichen Ärgernisses? Genau. Conduct. Und wieso passt das dazu? Weil man Gesetze und Strafen vielleicht anpassen muss an die individuellen Fälle. Ja. Und sicher ist Pädophilie, muss man straffer machen. Weil es einfach um ein Opfer-Täter Verhältnis da immer gehen wird. Ja, die Frage ist halt. Und darüber haben wir schon mal diskutiert. Wenn wer was macht, wenn das geil. Ich kann nicht dafür strafen, dass er Kinder geil findet. Das kann man nicht, finde ich. Das ist eine Krankheit, die man behandeln muss. Aber alles, was er macht, darauf hingehend, ist strafbar zu machen. Also, das aber ist so wie Vergewaltigung, keine Ahnung. Also, man sagt halt Moral. Jeder will Sex haben. Ja. Und okay, der hat sich halt genommen. Aber dadurch sagst du, man sagt halt damit, strafbar. Moral oder Ethik ist was, das gefälligst alle, die in einer Gesellschaft leben, als Werte zu teilen haben. Ja. Also einer, der sich jetzt aber, der nicht anders kann, als diese Werte nicht zu verstehen zum Beispiel,
die tut man halt damit. Ich glaube okay, schon, dass, das die, die dass die sogar sehr oder? Das verstehen, teilweise. Ich glaube, dass die innere Kämpfe haben, sogar extreme. Und sie jeden Tag daran erinnert fühlen, dass sie krank sind. Mhm. Aber trotzdem ist die Grundfrage dann immer. Man kann niemanden. Aber was will, was soll, also man, was darf. Was darf eine Gesellschaft, aber was soll eine Gesellschaft wollen? Das ist halt, wenn du sagst, es geht immer auch um den Opferschutz quasi oder darum, dass ein bisschen um Rache im Endeffekt, damit die Opfer. Mhm. Sollen wir da wieder runtergehen? Ja, damit Opfer sich da. Ja, genau. Ja, nicht verarscht will. Dann ist das halt von der Überlegung, liegt dem Ganzen halt einfach Rache zugrunde. Du sagst, die Gesellschaft bestraft Leute, die was falsch gemacht haben. Gut, die Strafe ist wieder was anderes, aber ich habe jetzt eigentlich, ob es strafbar sein soll, davon geredet. Also, ja, aber das stimmt schon. Das was ist die Strafe? Ja, na, überhaupt, der Bestrafungssystem ist eigentlich, könnte man ja genauso gut auch in Frage stellen. Man könnte ja sagen, warum eigentlich? Weil eine Gesellschaft ist dazu da, um quasi Leuten dann. Also, wenn Leute was machen, was in dieser Gesellschaft aneckt, dann hat die Gesellschaft versagt, könnte man ja sagen. In Norwegen oder Finnland, wo es diese Gefängnisinseln gibt, funktioniert das mit der Rehabilitation total super. Das ist ein Gefängnis, das total offen ist, da gibt es keine Mauern oder so. Es ist einfach eine Insel, auf der leben die Gefangenen und es gibt nur drei Wärter dort. Die tragen keine Waffen oder so, gar nichts. Und die Gefangenen arbeiten dort ganz normal. Die wohnen in WGs. Aha. Und arbeiten und das kann er. Da steht dann die Frage, wo ist da die. Wo ist die Bestrafung? Aber denen geht es eben nicht um Bestrafung. Das ist eben der Punkt. Die sagen halt dann eben, na gut, warte mal, du hast Scheiße gebaut. Was wollen wir? Wir wollen die nicht 20 Jahre kaputt machen, damit du rausgehst und wieder Scheiße baust, sondern wir wollen schauen, dass du auf einen Kurs kommst, damit du in diese Gesellschaft wieder passt, damit du was Gescheites für uns machst. Mhm. Das ist die Sicht aus dem, was tun wir, damit der Organismus Gesellschaft am gesündesten ist. Nicht, wir schneiden einzelne Dinge weg und so. Soziale Neuerziehung. Und du ziehst ist aber, ist, ist, so. Aber, ist aber auch total schwierig auszuführen und da muss man auch Programme so überlegen. Es ist also aber auf jeden so Fall schwierig ist, wenn man es probieren will. Naja, es ist sicher komplizierter als einfach wegsperren. Drei Wärter auf einer Insel sind leichter organisatorisch und logistisch zu machen, als 100 Wärter mit 1000 Waffen, ja, weiß nicht wie viele Kameras und so weiter. Von was für Verbrecher reden wir da? Keine Ahnung. Da reden wir auch von Mördern, wie gesagt, die dort sitzen. Die haben dort ihren eigenen Supermarkt und müssen mit ihrem Haushaltseinkommen auskommen lernen. Die müssen, das klingt voll geil. Ja. Bring auch schon wieder um. Naja, ich will auch nach Finnland auf die Insel. Was ich meine, das ist halt das, was ganz schnell wieder kritisiert wird. In Österreich gibt es ja auch irgendwo im von der Seife waschen im Westen, wo es. Geht mir die Haut runter, gell? Achso. Sieht man jetzt wahrscheinlich total. Nein. Kann man das in im Westen Österreichs? Ja, gibt es ein Gefängnis. Das eigentlich so richtig geil Burgenland. Ist. Na? Eher so Tirol, Vorarlberg, ich weiß nicht genau, wo es ist. Auf jeden Fall, dort gibt es halt Wutzler, dort gibt es also so Tischfußballautomaten, dort gibt es die Möglichkeit für Pärchen, also gibt es so Zimmer, in denen man einmal in der Woche Sex haben darf und so weiter. Mhm. Und es schaut alles aus wie ein Urlaubsresort. Schaut alles total geil aus, ist neu designt und so. Und da gibt es halt immer wieder diese Leute, die dann sowas wie so PowerPoints rumschicken und sagen, schaut mal, wie gut die haben. Und in Mallorca gibt es genauso ein Gefängnis, wo die Gefangenen einen Swimmingpool haben. Und Leute, die sowas rumschicken, kommen immer so aus dieser rechten Richtung und sagen, schaut mal, denen geht es besser als euch. Aber der Punkt ist halt auch, warum muss es denen schlecht gehen? Warum muss man die runterdrücken? Okay, sie haben was gemacht, was schlecht ist. Mhm. Das steht eh außer Frage. Also moralisch gesehen, aus der Sicht einer Gesellschaft, haben sie was falsch gemacht. Aber in Wirklichkeit will man ja, wie gesagt, das ist eigentlich was von den Leuten haben. Das ist so eine Grundfrage, was sie da jetzt stellt. Ich meine, da könnte man jetzt auch zur Kindererziehung gehen. Mhm. Sollte man ein Kind dafür strafen, wenn es was Böses macht? Wenn man der Schwester einen Finger abschneidet, der kleine Bruder oder irgend sowas. Wie macht man dem Kind klar, dass das nicht okay ist, dass du das machen darfst? Ja. Wie bildet man Ethik im Kopf? Kindererziehung. Pädagogik, das ist immer die Frage, darf man unnatürlich Leute Moral aufdrängen? Sicher ist das, wie man geboren wird und wie man sich entwickelt, das Natürlichste, aber wenn es entgegen asozial wird, dann ist es halt asozial und die Bestrafung ist einfach das älteste Mittel dafür. Und ich sage jetzt nicht, dass das ein perfekt durchdachtes Mittel ist, aber es wird automatisch immer
das sein. Aber damit schaffst du halt auch immer gleichzeitig so Reaktanz. Dann ist halt so, okay, na, dann werde ich bestraft. Dann wehrst du dich halt dagegen. Das ist kein. Eben, du wirst nie. Das Einsehen ist immer die Frage, ja. ob es eingesehen so wird. So der Unterschied zwischen einem Kind haut, wo ein Stein habe und du sagst, entweder du sagst, schau mal, da unten steht einer, was der, und das tut dem weh, wenn das auf den Kopf fällt und schau mal, wie schwer so ein Stein ist. Oder du sagst, nein, tut man nicht. Ja. Und haust dem was genau, die Finger. Genau, das wäre mehr oder weniger die Kurzform davon. Ja. Das ist schwierig. Ja. Es ist nicht gesagt, dass das Verständnis immer reicht, damit wer was nicht macht. Sollen wir Schweinekrankheiten? Bitte. Machen. Ich habe ja ein Buch dabei wieder. Buchtipp? Ja, Buchtipp ist dieses Mal Schweinekrankheiten. Erkennen, behandeln, vermeiden. Habe ich von einem Flohmarkt in der Steiermark. Die ist auch völlig ironiefrei und es geht um Schweinekrankheiten. Das ist ein Praxisbuch mit über 250 Fotos. Es hat mich 50 Cent gekostet im Einkauf. Und ich wollte es eigentlich. Jeden Cent wert. Also es ist ziemlich jeden Cent wert. Es sind ziemlich widerliche Bilder drinnen, die wir euch dann wahrscheinlich so Tyler Durden-mäßig genau. Zwischenblenden werden. Genau. Egal. Nachdem wir nicht mehr so viel Zeit haben in unserem Leben. Springe ich gleich zum, glaube ich, besten Punkt darin. Da hinten liegt einer, der heißt Zach. Ja, da liegt Karl der, Zach. Der heißt Ehrbar. Mein Klavier heißt ist von Ehrbar. Ja. Ah, egal. Verhaltensstörungen bei Schweinen. Oh. Zum Beispiel, und das finde ich irgendwie ganz widerlich, Kannibalismus. Hm? Obwohl sie nur meinen, das gegenseitige Beknabbern und Verbeißen von Schwanz und Ohren. Verhütung, Schwanzbeißen, Hitzschlag. Da. Ja. Ja, das Schlimme ist, es ist oft, der Anlass ist oft eine Verletzung. Also so wie bei Piranhas oder so. Offene Wunde. Ein Schwein hat einen. Entschuldigung, Tiere. Bin nicht so firm bei Tieren. Habe ich schon mehr Zeit, dass Ponys und Pferde für mich einmal das gleiche waren? Das ist auch völlig okay. Ponys sind kleine Pferde. Die haben alle lange Nasen. Ja. Gut, Ursache ist eben wie gesagt oft ein äußerer Anlass. Die eigentlichen Ursachen liegen jedoch tiefer. Geht um Aggression, geht um schlechte Haltung, geht um traurige Schweine. Also, Job-Empfehlung, Schweinetherapeut. Auf jeden Fall. Es gibt halt mit Sicherheit viele aufgeschlossene Bauern, die bereit wären, an Exorzisten oder Verhaltenstherapeuten für Schweine zu engagieren. Dann gibt es eine andere Verhaltensstörung, Bösartigkeit. Bei der Bösartigkeit der Sau, das ist ein Fett, also, ja, bei der Bösartigkeit der Sau, das heißt scheinbar so, liegen zwei verschiedene Typen vor. Das eigentliche Ferkelfressen vollzieht sich meist ohne vorheriges Anzeichen von Angriffslust. Die eigenen Kinder. Auf das Fehlen des Brutpflegeinstinkts zurückzuführen. Das ist ziemlich schlimm, dass die Mütter dann ihre Schweine fressen. Und eine andere Verhaltensstörung ist abartiger Appetit. Finde ich auch noch schön. Oh, ja. Die essen halt dann Fressen Holz. Wie eine Sau. Fressen wir Sau, ja. Direkt Übergang Taylor Swift. Also besser ging eigentlich kein Segway. Mhm. Ich habe Anfang dieses Monats entdeckt, dass es gibt wie von alle Künstler, Musiker immer so Glory-Bilder mit Zitaten darunter, keine Ahnung, aus den Liedtexten. Und da gibt es eine Seite, wo man Taylor Swift Gitarre spielen sieht und dann steht drunter: Do not compare yourself to others. If you do so, you're insulting yourself. Oder zum Beispiel: It isn't history that makes heroes, it is heroes that make history. Solche Sachen, immer mit einem schönen Bild von Taylor Swift. Jetzt ist rausgekommen, das sind alles Hitler-Zitate. Von Hitler. Von Hitler, wie zum Beispiel in every case, nature is the best teacher und solche Sachen. Also, as in everything, nature is the best instructor. Und das haben das ist rausgekommen, dass das alles nicht die Taylor Swift gesagt hat, sondern Hitler, und das haben sie dann umdreht und ganz liebe Hitler-Bilder mit Taylor Swift-Zitaten. Mit Taylor Swift. I'm like 3'2 when I wear heels, so I tend to wear cowboy boots a lot. Wir werden aber einblenden. Ich finde, ich habe das sehr lustig gefunden, dass der Sprung von Taylor Swift, Schweinekrankheiten, Taylor Swift und Hitler nicht so weit ist, wie man manchmal glauben möchte. Richtig. Wir waren jetzt auch nur auf der Suche nach dem Grab von Peter Alexander, wir haben es nicht gefunden, wir wollten ein bisschen tanzen.
Und du wolltest noch einen Witz erzählen. So abschließender Peter-Alexander-Witz. Ich habe nur gesagt, genau, ich habe nur gesagt, es gibt auch so einen Witz, den ich noch aus der guten alten Peter-Alexander-Show kenne. Wo der Peter Alexander immer sich gerne als alter Mann verkleidet hat. Das war damals irgendwie so. Also Rudi Carell hat sich immer als Frau verkleidet. Witzig, und Peter Alexander. Jack as Grandpa. Genau. Also das ist mehr oder weniger das Revival davon. Genau. Und Peter Alexander hat damals immer erzählt, also ein alter Opa sitzt vor dem Fernseher und fragt, weil er nicht mehr so gut sieht, den Buben beim Fußballspiel. Und wer spielt? Und er sagt, Österreich-Ungarn. Und der Opa sagt, gegen wen? Mit diesen Worten beschließen wir heute die heutige Sendung. Friedhof Grinzing, wir haben es schön gehabt. Die Folge hat doch gar nicht Friedhof Grinzing. Die Sendung auch nicht. Lust auf Zorn, Lust auf Grinzing. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Walking bones on cigarettes, you feel you're riding in a bubble to a needle point, chilling in your little world for years. The time has passed, you've spoken. Hark the cat, sleeping till the sun goes down. You feel that your back can't even bring you up. Smoke another cigarette. Trial. Stand up, move on. Get the